Helene Fischer, Babyglück am Ammersee. Wir sind sehr, sehr glücklich. Helene Fischers Megatournee neigt sich dem Ende zu, zur Freude der Schlagerkönigin. Denn die atemlos durch die Nacht Interpretin sehnt sich nach mehr Zeit mit ihrer Familie. Nicht mehr lange, nur noch wenige Tage, dann ist es endlich soweit. Die Vorfreude ist riesig, denn bald schon kann Helene Fischer wieder völlig ungestört in ihr Privatleben zurückkehren und das Babyglück am See genießen. Dann ist ihre riesige Tournee vorbei und sie hat wieder ganz viel Zeit für ihre kleine Tochter Nala. Bei einem ihrer Konzerte schwärmte sie vor kurzem noch von dem kleinen Mädchen. Eine ganz kleine, süße Maus ist das mittlerweile schon geworden. Wir sind sehr, sehr glücklich. Und obgleich Helene es natürlich liebt, auf der Bühne zu stehen und für ihre Fans da zu sein, muss es sie auch freuen, dass bald endlich wieder Ruhe einkehrt in ihr Leben. Doch bis es soweit ist, gibt die Sängerin noch Vollgas bei ihren letzten Konzerten in Frankfurt. Helene Fischer, Babyplanung statt Konzertmarathon. Jeden Abend live für euch zu singen, tut so gut, schwärmt sie immer wieder bei ihren Shows. Wenn dann am 8. Oktober der letzte Akkord verklungen ist, taucht sie ab in ihr zweites Leben an den Ammersee. Und das besteht im Moment vor allem aus Kuscheln mit ihrer Nala und ihrem Liebsten Thomas Seitel. Inzwischen kann ihre Tochter, die gefühlt gestern noch ein Baby war, natürlich längst laufen, plappert wild drauf los und bringt ihre Mama zum Strahlen. Doch auch wenn Nala so schnell wächst, dass man dabei zusehen kann, bleibt sie für Helene wohl auf ewig ihr Baby. Jedenfalls so lange, bis sich vielleicht ein Geschwisterchen ankündigt. Zeit, die Familienplanung anzugehen, hätte Helene bald auf jeden Fall. Für dieses Jahr steht nur ein einziger weiterer Termin in ihrem Tourkalender, die Aufzeichnung der Helene Fischer Show Anfang Dezember in Düsseldorf. Und wie geht es dann weiter? Bei ihrem Konzert in Köln verriet sie, nächstes Jahr mache ich vielleicht ein bisschen ruhiger. Ruhiger, um die Zeit mit der Familie zu genießen und vielleicht auch, um ihren Traum zu verwirklichen, noch ein Kind zu bekommen? Punkt. Während ihrer letzten großen Tourneepause 2021 wurde Baby Nala geboren. Folgt bald Nummer 2? Dass Nala kein Einzelkind bleiben soll, steht fest. Klar, ich will Kinder, sagte sie schon früher gerne. Wir arbeiten darauf hin, enthüllte sie bei einem Konzert jetzt sogar. Und wenn ich sie habe, dann möchte ich mit ihnen auf der Couch liegen und Disney-Filme gucken. Dafür hat Helene bald wieder sehr viel Zeit. Und dann kann auch schon die Planung für einen ganz besonderen Tag starten. Denn am 18. Dezember ist Nalas zweiter Geburtstag. Vielleicht bekommt das süße Mädchen ja eine Verkleidungsparty geschenkt. Und sie darf sich aussuchen, welche Disney-Prinzessin sie gerne sein möchte. Und Mama bekommt eine Erinnerung geschenkt, die für die Ewigkeit ist.